Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von V-Rising. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch mit dieser Folge auf jeden Fall spannende Unterhaltung und viel Spaß. So, ich habe es gerade noch mal ein bisschen versucht mit dem Farmen und dann ist mir doch, da ist mir doch eine 87-prozentige Gelehrte über den Weg gelaufen. Ich konnte es kaum für möglich halten. Die habe ich aus dem Dunlay-Kloster in dem unteren Bereich gefunden und konnte sie sicher hierher verfrachten. Wir haben uns jetzt entsprechend natürlich hier schon drei Flaschen gebaut mit 87%. Und nachdem Behemoth mich so dermaßen am Arsch lecken kann, werden wir uns jetzt einfach mal den geflügelten Schrecken angucken. Nachdem ich Solarus schon mal probiert habe, der zumindest nicht so frustbehaftet ist, gehen wir jetzt mal komplett neue Wege, dass wir uns den geflügelten Schrecken anschauen. Den habe ich mir noch nicht angesehen und wir warten jetzt noch bis auf die kommende Nacht und werden ihm mal einen Besuch abstatten. Sonnenwiderstand bräuchten wir wahrscheinlich doch mehr. Naja. Okay, von der Skillung her werde ich so bleiben, wie ich jetzt bin. Ich bin nur nicht im Überlegen, ob wir vielleicht den Wald der Verdammten... Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, ich kenne den Boss nicht, ich habe ihn noch nicht probiert. Arktischer Sprung. Na, wir probieren es einfach. Probieren geht über Studieren. Ja, so ist das. Auch wenn ich in der letzten Folge, wo ich euch die Farmspot gezeigt habe, wo ihr oder wo ich zumindest mir die Blutqualitäten abfarme, sofern diese auch gut dann dort droppen bzw. erscheinen. Ja, ich denke, jeder Solo-Spieler kann das nachempfinden, dass das natürlich schon ein bisschen frustrierend ist, wenn man relativ gut durchs Spiel durchkommt, fast jeden Boss im Alleingang beim ersten Mal schafft. Nicht alle, aber fast jeden zweiten. Und dann kommt man im Endgame mehr oder weniger an und es geht überhaupt nichts mehr, weil selbst der Entwickler einem rät, man soll eine Gruppe joinen. Und der Entwickler nicht dran gedacht hat, was ist, wenn man ein lokales Spiel aber spielt und keine Gruppe gibt, weil man dann wieder von vorne anfangen darf. Ja. Kann ich leider nur noch mit dem Kopf schütteln. Aber gut, wir schauen jetzt uns mal den geflügelten Schrecken an und dann... Nein, wir müssen uns rantasten, es hilft nichts. Ich hatte gehofft, dass ich das bis zum 30.06., wenn Outriders rauskommt, dass ich das noch schaffe. Aber das bezweifle ich jetzt stark, weil das hier doch etwas... wo gehen wir denn da hin, wo wir ein bisschen weiter weg sind? Ist immer schwer einzuschätzen mit der Fledermaus, wo wir landen. Bei einem Schatten darf man sich nicht orientieren. Warum geht denn hier auf einmal so schön runter? Okay, dann gehen wir hier hin. Nee, geht nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay, komm. So. Okay, ich glaube, der macht einen brutalen Flächenangriff. Ja, okay. Schauen wir erstmal, wie es bei uns dann ausschaut mit den Buffs. Sonnenwiderstand. Weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Ach, gucken wir mal rein. So. Oh, was? Bei 87% kommen wir nicht auf Rang 4. Ernsthaft? Das gibt's ja nicht. Das hätte ich ja nie gedacht.
kann doch nicht sein. 87%. Und der sagt mir nur bis Rang 3. Es ist einfach, es ist noch nicht ausgewogen, das Spiel. Also gut, dann schauen wir mal an. Okay, wow. Nur die Bäume nutzen? Nee, können wir nicht. Oh, er kann nicht. Ach Gott. Wow. Mein Gott, diese Lags, der Hammer. Upsi. Scheiße. Ja.
Yes, unfassbar. Der war einfach. Boah, Mann, oh Mann, oh Mann. Wie es doch so ist. Das ist ja unfassbar. Wenn man einfach mal den Mund hält und nichts sagt, klappt es viel besser. Hätte ich nicht gedacht. Der war gar nicht schwer. Wow, unser erster Tintensplitter. Es gibt noch Hoffnung. Ich fasse es ja nicht. Oh, das beruhigt mich jetzt. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier? Irgendein Damage. Wütendes Feuer. Oh, aber wieso? Ich habe doch Feuerwiderstand. Oh, kriegen ja Damage. Wehe, wir gehen jetzt drauf. Müssen wir schnell runter? Ach nee, das ist die Seelenscherbe, oder? Die das macht. Wo ist sie denn? Oh, da kriegen wir Damage. Okay. Das ist ja interessant. Da kriegen wir laufend Damage. Okay, dann, bevor jetzt die Sonne aufgeht. Moment, tun wir erstmal die Sachen, die wir hier nicht brauchen, weg. Okay, heilen uns schnell hoch. Müssen wir uns schicken. Kommen wir denn da ganz schnell dahin? Okay, nehmen wir das auf. Blockiert von Seelenscheibe. Ja, wie komme ich denn dann runter? Ihr seid ja lustig. Soll denn das gehen? Hä? Hä? Moment. Kapiere ich gerade nicht. Seine Kraft zu nutzen. Ja, aber ich komme ja nicht runter. Wie kommt man denn hier runter? Oh Gott, jetzt kommt die Sonne. Ich kotze gleich. Wie kommt man denn hier runter? Oh nee. Wir schatten irgendwo. Wir haben hier keinen Schatten. Bin ich jetzt bescheuert? Wie kommen wir denn hier runter? Aua. Wisst ihr das? Das ist ja witzig. Wie kommen wir denn jetzt hier runter? Mein Gott, diese Sonne. Ah, super. Wo ist Schatten? Oh, Scheiße. Wie kommen wir hier runter? Kapiere ich nicht. In deinem Schloss und seine Kraft zu nutzen. Ja, aber wie komme ich hier runter? Also gut, meine Lieben, ich habe das noch nicht rausgefunden hier, bevor ich jetzt hier drauf gehe und mir meinen schönen Erfolg kaputt mache. Ich krieg das irgendwie raus. Wir schauen mal kurz, was wir bekommen haben. Hier sind wir voll. Wir haben den Frostwirbel bekommen. Beschwöre einen Froststurm, der 100% magischen Schaden verursacht und Feinde in die Mitte zieht. Der Sturm tobt für 6 Sekunden, verursacht 480% magischen Schaden
und fügt allen Feinden Kälte zu. Wow, 480%, das ist eine ganze Menge. Ist so geil, ich weiß nicht, wie ich das Ding jetzt runterkriege. Das gibt's ja nicht. Okay, naja, wenigstens steht nicht hier, der spawnt nicht hier direkt der Boss. Dann, ich krieg das schon irgendwie raus. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt euch alles Gute, viel Glück bei den Bossen. Den fand ich jetzt wieder deutlich leichter. Dann werden wir Solarus dann als nächstes machen. Und irgendwann auch Behemoth, wenn ich weiß wie. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ich dann euch wieder begrüßen darf. Und bis dahin euch alles Gute. Ciao.